Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits ausgeführt wurde, hat sich der ökologische Landbau in Mecklenburg-Vorpommern in den zurückliegenden Jahren sehr gut entwickelt. Während im Jahr 2000 lediglich 90.000 Hektar der landwirtschaftlichen Nutzfläche unseres Landes ökologisch bewirtschaftet wurden, sind es derzeit bereits 123.000 Hektar. Dies entspricht, wir haben es bereits gehört, ungefähr 9,1% der landwirtschaftlichen Nutzfläche Mecklenburg-Vorpommerns. Damit liegt unser Land weit über dem Bundesdurchschnitt von ca. 6%. Diese Entwicklung ist aufgrund der Förderung des ökologischen Landbaus mit über 150 Euro je Hektar durchaus nachzuvollziehen. Mit diesen 150 Euro je Hektar liegt Mecklenburg-Vorpommern übrigens bundesweit mit an der Spitze der Förderung des ökologischen Landbaus. Durch verschiedene Kombinationen kann dieser Förderbetrag auf über 245 Euro je Hektar aufgestockt werden. Zusammen mit den Direktzahlungen ergibt sich dann eine Förderung von über 545 Euro je Hektar. Da wird schnell klar, warum Landwirte die unternehmerische Entscheidung treffen, in den Ökolandbau zu wechseln. Mit Steuermitteln wird die Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen gefördert, die am Markt nicht immer zu einem auskömmlichen Preis abgesetzt werden können. Oft ist der Absatz dieser Produkte nur zu konventionellen Preisen möglich. Dennoch kommen immer wieder Forderungen nach einer unkontrollierten Erweiterung des Ökolandbaus auf. Für meine Fraktion steht allerdings fest, dass sich auch die ökologisch wirtschaftenden Betriebe am Markt ausrichten und den Gesetzen des Marktes von Angebot und Nachfrage folgen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, gerade Anlässe wie Nitrophen oder Dioxin in Biofutter, Ehekeime an Sojasprossen oder Falschdeklarierung von Ökoeiern verdeutlichen, dass es im Bereich der ökologischen Landwirtschaft schon lange keine romantischen Verhältnisse mehr gibt. Vielmehr führt die Ausweitung der ökologischen Produktion dazu, dass sich der Druck auf die einzelnen Unternehmen erhöht und diese in ihrer Existenz gefährdet. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass von 1.000 Landwirtschaftsunternehmen, die in die Biobranche einsteigen, 600 Unternehmen nach kurzer Zeit wieder aussteigen. Diese Landwirte haben eine unternehmerische Entscheidung getroffen, gegen die man nicht fördern kann. Insgesamt sind wir der Auffassung, dass der ökologische Landbau lediglich einen Teil der landwirtschaftlichen Produktion darstellt. Diesen Bereich der Landwirtschaft stärker als andere Bereiche zu fördern, halten wir nicht für gerechtfertigt. Wir sind der Auffassung, dass Unternehmen, die sich verpflichten, ökologischen Landbau zu betreiben, gleichzeitig auch die Absicherung der Kontrolltätigkeit über Zertifizierung oder Mitgliedschaft in Verbänden sicherstellen müssen. Eine zusätzliche Kontrolltätigkeit durch die Agrarverwaltung halten wir für nicht geeignet, da sie zu erhöhten Aufwendungen für den Steuerzahler und zu erhöhtem Personalaufwand führt. Eine Forschungstätigkeit, die lediglich auf das Gebiet des ökologischen Landbaus ausgerichtet ist, halten wir ebenso nicht für nachvollziehbar. Sehr geehrte Damen und Herren, sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Bereich stehen die Landwirtschaftsunternehmen vor enormen Herausforderungen. Hier gilt es, die Agrarforschung übergreifend zu unterstützen und auszubauen, um den künftigen Anforderungen an die Welternährung gerecht zu werden. Klar ist allerdings, dass mit jedem Hektar ökologischem Landbaus in Europa die Produktionsintensität zurückgeführt wird. Dies kann nur zulasten anderer Länder gehen. So wird zum Beispiel das Ziel der Bundesregierung, den ökologischen Landbau auf 20% der landwirtschaftlichen Nutzfläche auszuweiten, dazu führen, dass außerhalb Europas zusätzlich 10 Millionen Hektar für den Bedarf Deutschlands zur Verfügung gestellt werden müssen. Schon heute warnen Agrarforscher vor einer weiteren Ausweitung des ökologischen Landbaus in Europa. Für mich steht fest, dass ein ungebremster Ausbau des ökologischen Landbaus weitgehende Auswirkungen auf die Versorgungssituation der Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern hat. Vor diesem Hintergrund hat die Entscheidung, inwieweit der ökologische Landbau mit Steuermitteln und Forschungsgeldern auch am Markt vorbei subventioniert werden soll, auch eine ethische Komponente. Sehr geehrte Damen und Herren, um noch einmal klarzustellen, meine Fraktion hat nichts gegen ökologischen Landbau in Mecklenburg-Vorpommern und die Unterstützung dieser Bewirtschaftungsform. Wir sind lediglich dagegen, konventionelle und ökologisch wirtschaftende Betriebe gegeneinander auszuspielen oder den ökologischen Landbau mit erheblichen Steuermitteln zu subventionieren, ohne dass der Nachweis geführt wird, dass für die Produkte aller geförderten Unternehmen eine Nachfrage zu auskömmlichen Preisen auch tatsächlich existiert. Wir lehnen diesen Antrag ab. Vielen Dank.